So, weiter geht's. Shepard guckt in die falsche Richtung. Wir sind wieder dran und wir müssen jetzt wahrscheinlicherweise gleich gegen den Jäger kämpfen und ich möchte nicht. Das wird nicht so ganz gemütlich, aber wir kriegen das schon hin irgendwie. So, da ist er auch schon, der Kleine. Na gut, dann legen wir mal los. Ich gehe mal wieder zurück. Lass mich mal bitte durch, Jack. Oh shit, hier kann man nicht in Deckung gehen. Lass mich mal... Ah, lass mich mal bitte irgendwie in Deckung hier. Ist ja schrecklich. So, kann ich mich mal ganz kurz umschauen? Hier haben wir nichts weiter, wo wir in Deckung gehen können. Das ist voll blöd hier. Hier gibt es kaum Deckung. Deckung! So, dann müssen wir mal ein bisschen mit unseren Warps draufhalten. Oh shit, komm schon. Ja, lass mich doch erstmal gehen, Mensch. Da muss ich halt erstmal wieder hier in Deckung gehen. Was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Ah, der ist so weit weg, der Jäger. Das ist shit. Ja, das funktioniert nicht. Jetzt kommt er. Heieiei. Jetzt hat es aber gleich auf uns abgesehen. Ich glaube, wir packen mal den Partikelstrahler aus. Ja, das funktioniert ganz gut. Und das war's für unseren Jäger. Der Partikelstrahler ist der Shit. Nee, ich will gar nicht mit der schweren Pistole rumlaufen. Ich nehme wieder die Lowcast. Der Partikelstrahler hat's echt drauf, muss ich sagen. Das ist geil. Den Kampf habe ich wesentlich anstrengender in Erinnerung. Aber ich glaube, sonst verwende ich auch die ganz schweren Waffen so gut wie gar nicht. Die vergisst man immer recht schnell, weil sie halt doch normalerweise nicht allzu praktikabel sind. Aber wenn solche Gegner kommen, sind die genau das Richtige. Gut, dann nehme ich an, haben wir jetzt das größte Hindernis überwunden und wir müssen jetzt mal hier rein. So, das gehört zu dem, da brauche ich gar nicht erst schauen. Das wird zu dem gehören, genau. Und die zwei. Gut, beenden wir das Spielchen mal hier. Eclipse Terminal, das nehmen wir noch mit. Und die Transportpapiere. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney 4 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist zwar nicht die Information, die Samara braucht, aber es beweist, dass der Volus ein Verbrecher ist. Ich bin sicher, dass Detective Anaya daran interessiert wäre. Wir müssen in Bewegung bleiben. Gut, haben wir das schon mal abgeklärt? Das Terminal, Achso, 6000 Credits. Okay, ich habe mich gerade schon gefragt, was macht es denn? Geht schön der Bildschirm an, das war's. Gut, dann müssen wir jetzt bloß noch den Namen des Schiffes rausfinden. Und vielleicht auch Elnora platt machen, denn sie hat's verdient. Na, mein kleiner Moppel, wer bist du denn? Ich bin ein biotischer Gott. Achso, Entschuldigung. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Egal, was Sie eingeworfen haben, bleiben Sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden Ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie ein gewaltiger Sturm. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ist auch ein rhetorischer Gott. Ja, es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat nicht gemeldet, dass Sie vermisst werden. Er wollte hier nicht noch länger festsitzen. Ich habe den klaren Eindruck, dass Pitney Geld einem Freund jederzeit vorzieht. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum.
Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Ich wette 15 Credits, dass der Bursche keine 5 Schritte schafft, bevor ihn die Söldner in die Luft sprengen. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Ich wette noch ein bisschen mehr drauf. Wasea wird sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Der Genuss... Aber... Gewaltiger Sturm. Biotischer Gott. Ich bin... Ich... Was habe ich gerade gesagt? Ich bin... so müde. Sie... haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen. Und das Universum später zerstören. Er verdient das Leben nicht. Wieso kriege ich da abtrünnigen Punkte? Wofür? Okay, aber auch ein paar Vorbildpunkte. Ja, das war ein harter Kampf gegen den biotischen Gott, ne? Den Sturm, den mussten wir schon ganz schön mit Aufwand in die Knie zwingen. Okay, aber jetzt geht's zum richtigen Kampf. Denn Wasea erwartet uns. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von hier weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Amonti! Meinst du wirklich, du legst dich gerade mit 3 Vollblut-Biotikern an, Mädel? Ja, vielleicht nicht gerade dahinter in Deckung gehen? So, siehst du, dein Schild ist schon wieder im Eimer. Und weißt du was? Ich habe noch was Besseres dabei. Eine Partikelstrahlerkanone. Wie findest du die? Kostet davon, Bitch. Was ich für eine Zerstörung mit diesem Gerät anrichten kann. Es ist Wahnsinn. So. Noch jemand, der der Meinung ist, sich uns entgegenstellen zu müssen? Ich glaube nicht, ne? Gut. Ich wechsle mal kurz die Waffe zurück, damit wir nicht die ganze Zeit dieses Steuerkreuz da im Gesicht haben oder dieses Zielkreuz. Okay. Hier in der Ecke ist gar nichts. Okay. Dann hacken wir erstmal das Terminal hier kommt. Ein bisschen Kohle kann nie schaden. Wo haben wir das, was wir brauchen? Ich sehe es noch nicht. Hier unten ist es. Und das andere kommt bestimmt gleich noch. Da ist es doch. Nein, ist es nicht. Hier ist es. Hätte ich fast aufs Falsche gedrückt. Sowas, sowas. Okay, 3000 Credits für mich. Hier ist das Datenpad. Das nehmen wir gleich. Ich will nur noch ganz kurz hier hinten die Ecke auch noch abchecken. Gut. Nichts mehr, was wir übersehen haben. Keine Gegner mehr. Wir schauen mal, welches Schiff die große Gefahr weggebracht hat. Hier ist eine Justikarin. Vermutlich sucht sie nach der Person, die wir mit der AML Demeter ausgeflogen haben. Ich war froh, als sie weg war. Sie ließ mein Blut in den Adern erstarren. Hoffentlich bringt diese Justikarin nicht meine ganzen Pläne durcheinander. Es war nicht die Justikarin. Das könnte das Schiff sein, nach dem die verrückte Asari sucht. Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben? Oder uns erst ein wenig umsehen? Geben wir ihr den Namen und dann nichts wie weiter. Gut, wir haben unsere Mission erledigt. Jetzt gehen wir erstmal kurz zum Volus. Ich glaube, mit dem gibt es nicht allzu viel, was wir besprechen können. Aber egal. Ich weiß nicht, was sie mir verabreicht haben. Aber ich dachte, ich wäre... Nun, das haben sie ja gesehen. Wie auch immer. Danke, Shepard. Kein Problem. Ich meinte eigentlich den anderen Volus, aber die sehen in ihren Uniformen sowieso alle gleich aus, in ihren Schutzanzügen. Da sieht man ja nicht so viel von eigentlichen Dingens, vom eigentlichen Typen. Aber ich glaube, der hat sich verkrümelt. Kann das sein? Ach ne, Pitney 4, davon ist er ja.
Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier, als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie lohnen würde. Wenn Sie sie dem Detective geben, bekommen Sie nur einen warmen Händedruck. Der reicht mir, denn ich bekomme mit dem warmen Händedruck auch noch ein reines Gewissen. Das ist doch ganz schön, oder? Samara ist auch super, wie sie hier oben sitzt und meditiert. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Oh, warte mal, das wollte ich noch gar nicht. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Gut. Eclipse hat eine Adadyakshi von ihr weggebracht. In Wahrheit sind sie hinter ihr her, stimmt's? Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, ich habe die Spur der Adadyakshi verfolgt. Sie ist eine gefährliche Verbrecherin und ich werde sie ihrer gerechten Strafe zuführen. Natürlich erst, wenn ihre Mission erfüllt ist. Sie sind auf einen Kodex eingeschworen, der ihre Entscheidungen bestimmt. Aber ich führe hier eine militärische Operation. Sie fragen sich, ob ich mich wegen meines Kodex Befehlen widersetzen werde, richtig? Das könnte ich nicht zulassen. Indem ich zustimme, mich Ihnen anzuschließen, sehe ich mich veranlasst, den schwersten aller Justikarschwüre abzulegen. Den dritten Eid der Unterordnung. Danach wiegen Ihre Befehle schwerer als der Kodex. Dennoch sollten Sie wissen, dass ich nach wie vor eine eigene Meinung habe, falls die Lage es erfordert. Die Normandie liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Kein Problem. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss erst noch mit Anaya reden. Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Zu dumm, dass diese Elnora entkommen ist. Aber die erwische ich schon noch. Zumindest ist sie dank Ihnen auf der Flucht. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Stimmt, wir haben die ja noch gar nicht gekriegt. Eigentlich dachte ich, dass Elnora gleich hier gestellt wird, aber stimmt, wir haben die noch gar nicht. Naja, vielleicht werden wir ja noch irgendwann unsere Chance auf Revanche bekommen. Ich kann beweisen, dass Pitney vor roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie.
Dankeschön. Und damit können wir uns zurück zur Normandie begeben. Auftrag erledigt. Wir haben Samara rekrutiert, wenn man das denn so nennen kann. Samara für das Team rekrutiert. Letztendlich hat sie sich selbst entschlossen, sich uns anzuschließen und sich uns zu unterstellen. Und ich denke mal, für eine Matriarchin, ja, das ist ja auch, aber vor allem für eine Justikarin wird es wohl eine ziemlich große Sache sein, sich einem Menschen zu unterwerfen und zu unterstellen. Und da können wir uns schon glücklich schätzen, dass das so gekommen ist. Gut, damit geht's zurück auf die Normandie und dann wollen wir nochmal einen Rundgang machen und die neuen Crewmitglieder besuchen und begrüßen. Und danach werde ich die Aufnahme dann auch beenden. Auch wenn wir Ilium nicht ganz geschafft haben, denn das Shadow Broker DLC ist immer noch offen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal vielleicht. Willkommen auf der Normandie, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Wunderbar. Wir haben das neueste Crewmitglied rekrutiert und damit gehen uns die rekrutierbaren Crewmitglieder auch aus, ne? Also wird wahrscheinlicherweise wieder was Neues getriggert werden, wenn wir gleich bei Kelly vorbeischauen. Wir schauen aber erstmal kurz hier und ich muss auch sagen, an der Stelle machen wir dann erstmal Schluss mit der Hauptstory und werden dann mal die ganzen Gefälligkeitsmissionen abarbeiten und ich werde hier nebenbei noch auch mal ein bisschen was an Rohstoffen sammeln. Denn wir kommen da langsam an einen gewissen Punkt, den wir nicht überschreiten sollten. Das erkläre ich aber zu einem späteren Zeitpunkt mal. Muss immer noch nach Tuchanka, Shepard. Mein Schüler wird immer noch vom Bloodpack festgehalten. Oh ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Wir reden später darüber, Morden. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, darum kümmern wir uns noch. Das werden wir natürlich erledigen. Bei Jacob brauchen wir dann auch nicht vorbeischauen, denn der hat auch seine Aufgabe noch nicht erledigt bekommen. So, der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Das dachte ich mir schon. Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Das war die falsche Stelle und jetzt merke ich auch gerade, denn genau das war, als wir über Tali geredet haben. Da war nämlich genau diese Stelle auch anders. Da wurde das, was jetzt geschrieben steht, wurde gesagt. Also das, was damals in der Sprachausgabe war, gehörte eigentlich hierhin. Da haben sie das aus irgendeinem Grund vertauscht. Das ist ja merkwürdig. Ich fand es damals schon komisch, dass sie Tali als kalt bezeichnet hat, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Aber gut. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Garrus hat eine Nachricht erhalten und seitdem glitzern seine Augen voller Zorn. Vielleicht sollten Sie unten am Hauptgefechtsstand mal mit ihm reden. Tali scheint nach dem Erhalt einer Nachricht ganz aufgelöst zu sein. Vielleicht sollten Sie auf dem Maschinendeck mal nach ihr sehen. Grunt wirkt sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Noch etwas, Commander? Da gibt's gut was zu tun. Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. Okay, privates Terminal, wir schauen mal nach. Freut mich, dass es Ihnen gut geht. Von Kate Bowman. Kann ich mich nicht dran erinnern, wer das sein soll. Shepard, ich habe ein paar Gefallen eingefordert, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich weiß, woran Sie arbeiten. Anlässlich des Jahrestags der Rettung von Terra Nova, die wir Ihnen und den anderen verdanken, sind größere Festlichkeiten geplant. Letztes Jahr haben wir für Sie sogar ein Denkmal errichtet. Aber das war wohl etwas verfrüht, was? Sie operieren vermutlich deshalb im Verborgenen, weil Sie nur so herausfinden können, wer die Kolonien überfällt. Also werde ich Sie nicht einladen oder darum bitten, dass Sie eine Rede halten. Aber Sie sollen wissen, dass alle Koloniebewohner sich große Sorgen wegen der Vorfälle in den Terminus-Systemen machen. Und ich bin wirklich froh, dass Sie das in die Hand genommen haben. Derzeit machen in Militärkreisen viele verrückte Geschichten die Runde und es ist gut, dass es jemanden gibt, der nicht gleich den leichtesten Ausweg wählt. Danke, Kate Bowman. Weiß ich nicht mehr, wer das war. Gut, nochmals Danke von Martin Burns.
Commander Shepard, Udina hat gesagt, diese Nachricht würde sie erreichen. Sie sollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was sie an jenem Tag für mich getan haben, als mich diese irren Biotika als Geisel genommen haben. Ach der! Sie haben sie überredet, mich gehen zu lassen und mich lebendig von diesem Schiff runtergebracht. Das war eine Nebenaufgabe in Mass Effect 1 gewesen. Die biotischen Terroristen, die den... Ich glaube, irgendwie ein Unterhändler war das gewesen von der Citadel, der Mr. Burns hier. Den haben die als Geisel genommen und wir haben das Ganze vollkommen unblutig gelöst, indem wir es geschafft haben, ihn frei zu diplomieren sozusagen. Also mit Diplomatie ihn rauszuholen da. Ich will nicht lügen. Ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem der Biotika war für mich ein Sprungbrett, das ich gut in meinem Lebenslauf machen würde. Aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise. Ich weiß nicht, was sie tun, aber ich will dafür sorgen, dass die Menschheit ihr Potenzial mit einem Minimum an Blutvergießen ausschöpft. Ich erhalte Dankesbriefe von L2-Biotikern, die gerade ihre Entschädigungszahlungen bekommen haben. Eigentlich müssten diese Briefe an sie gerichtet sein. Ich dachte nur, dass sie das wissen sollten. Viel Glück! Ich stehe politisch ganz schön unter Druck und wüsste nicht, was ich ihnen als Hilfe anbieten könnte. Aber wenn sie mich brauchen, lasse ich sie nicht im Stich. Mensch, das Lesen wird langsam schwer. Martin Burns, Vorsitzender Unterkomitee für transhumane Studien. Das war's, genau. Sie haben mein Leben verändert. Von Jared. Grüße, Commander Shepard. Yara Tsoni hat mir gesagt, wie ich sie erreiche. Ich gehöre zur Putzkolonne in den Dentist Towers. Sie haben mir geholfen, dort rauszukommen. Tsoni sagt, sie hätten auch Thane gefunden. Er hat einige der Eclipse-Söldner erledigt, die uns umbringen wollten, und ich möchte sie fragen, ob sie ihm meinen Dank übermitteln können. Schon seine Bewegungen. Einer war tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt hatten. Einem zweiten brach er das Genick, den dritten erschoss er, alles innerhalb weniger Herzschläge. Es war unglaublich. Er hat sich bewegt wie ein Tänzer, elegant und kraftvoll. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und etwas in mir geweckt, das ich selbst noch nicht richtig verstehe. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber salarianische Leben sind zu kurz, um sie mit Putzen zu vergeuden. Zumal, wenn es da draußen noch so viele andere Dinge gibt. Ich werde etwas finden, um das einzufangen, was ich in ihnen gesehen habe. Diese Schönheit, diese ästhetische Perfektion. Und ein paar hübsche Sachen zum Anziehen kaufe ich mir auch. Bitte sagen Sie ihm das, oder zumindest das, was Sie für angemessen halten. Das wäre wirklich sehr nett. Mit freundlichem Gruß, Jared. Okay, er scheint also Tänzer zu werden. Warum nicht? Kann man machen. Gut, und wir schauen dann mal kurz unten vorbei, erst in den Mannschaftsquartieren. Da müssen wir nämlich auch noch mit Miranda reden, um das Ganze auszuwerten. Werten da unsere Gefälligkeitsoperationen sozusagen, Missionen. Aber erstmal schauen wir hier rein, denn hier hat sich Samara eingefunden. Shepard. Was haben Sie für einen Eindruck von Miranda und Jacob? Jacob ist ein ehrlicher junger Mann. Die Ereignisse werden aus ihm entweder einen großen Mann machen oder ihn völlig zerstören. Miranda ist zweifellos eine knallharte Frau. Ich respektiere ihre Stärke und Entschlossenheit. Sie trägt eine große Bürde und teilt sie nicht mit anderen, genau wie es sein sollte. Ich muss übrigens mal meinen Respekt aussprechen, den Lotus-Sitz mit diesen Stiefeln, die garantiert nicht viel Bewegungsfreiheit bieten, zu machen. Das ist schon stark, da muss man schon ein bisschen biegsam sein. Wie schätzen Sie den Missionsverlauf ein? Der Aufbau unserer Kräfte ist eine gute Strategie, aber schon bald ist es an der Zeit zuzuschlagen. Haben Sie irgendeinen Vorschlag, wie wir die gesammelten Ressourcen nutzen können? Ich glaube, mit einigen davon könnte ich unsere Brennstoffreserven und damit unsere Reichweite erhöhen. Möchten Sie wissen, was ich dazu brauche? Zeigen Sie mir, was dazu nötig ist. Okay, wir können es uns kurz anschauen. Nein, nicht bei Prototypen, das wird wohl bei Schiffsverbesserungen sein. Und zwar die Brennstoffzellen. Brauchen wir 3000 Element Zero, die haben wir nicht. Okay, wieder eine Sache mehr zum Verbessern und dann sprechen wir nochmal richtig mit ihr. Shepard. Wie geht es Ihnen? Ich habe die vergangenen 400 Jahre allein verbracht. Es tut gut, mal wieder mit einem Kollegen zu sprechen. Auch wenn ich diesbezüglich etwas eingerostet bin. Wenn Sie die Geduld aufbringen, würde ich mich gern unterhalten. Wie viel wissen Sie über unsere Mission? Ich weiß, dass ich geschworen habe, Ihnen zu folgen und dass Sie die Kollektoren vernichten wollen. Das reicht mir. Wollen Sie nicht wissen, warum die Kollektoren bekämpft werden müssen? Wenn man nach einem Kodex lebt, der einen zu hartem Durchgreifen zwingt, lernt man, wie gefährlich Neugier sein kann.
Wenn ich einen Mann töten muss, weil er ein Verbrechen begangen hat, will ich dann wirklich wissen, dass er ein fürsorglicher Vater ist? Ich würde gerne mehr über den Verbrecher erfahren, den Sie auf Nos Astra verfolgt haben. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich über dieses Thema nicht sprechen möchte. Es hat viel mit meinem Kodex und meinem Glauben zu tun. Man könnte sagen, es ist etwas Persönliches. Ich muss Bescheid wissen, falls es die Mission tangieren kann. Wird es nicht. Was halten Sie von Cerberus? Ich habe Gerüchte gehört, bilde mir aber schon lange lieber mein eigenes Bild. In der Meinung anderer ist zu viel Platz für Interpretation. Warum waren Sie dann bereit, für Cerberus zu arbeiten, wenn Sie keine Informationen aus erster Hand hatten? Ich arbeite für Sie, Shepard. Unsere Methoden mögen verschieden sein, aber unsere Ziele sind es nicht. Ich gehe zurück zur Arbeit. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Gut, ich mag Samara, muss ich sagen. Und wir werden noch ein bisschen mit ihr reden können. Das Gefälligkeitsquest für sie wird auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Aber das werden wir später noch sehen.